So, es ist Montag, ne? Ich habe wieder die Sapjacke an, ihr wisst, was das heißt. Wir stehen wieder hier vom Restaurant Hibu House, denn es ist wieder Sapptag und wir sind mittlerweile angekommen, nachdem wir die kalten Saps alle durchgetestet haben, Salami, Schinken, Thunfisch, Veggie, Truthahn, kommen wir endlich zu den warmen Saps, immer noch auf der Suche nach dem Backfisch-Sap, fangen aber heute an mit Döner-Sap. 7 Euro groß, 4,50 klein, Sapptag kriegt ihr ein großes für den kleinen Preis. Das testen wir jetzt mal Döner-Sap und solange wie jetzt das Essen zubereitet wird, muss ich auch noch mal auf die Post rüber. Wundert euch nicht, es sind gefühlt 1000 Grad, aber am Sapptag muss immer die Sapjacke her, das ist Tradition. Das muss ich jetzt gleich noch wegbringen. Das geht nämlich nach... Das verstehe ich nicht. Nach Neuhausen? Vor allem, wieso ist der Absender einfach irgendwer und nicht ich? Egal. Das machen wir so, das haben wir so gekriegt, also schicken wir es dahin. Es ist bestimmt falsch, aber ich mache extra ein Foto, schicke das an Amazon. Wenn es Probleme gibt, war es nicht meine Schuld. Ich habe das Versandetikett so bekommen. Das muss ich nämlich zurückschicken. Das ist übrigens die alte Sackkarre. Ich habe mir eine größere, eine neuere bestellt. Und ja, geht es fix auf die Post. Wenn ich wiederkomme, ist das Essen bestimmt fertig. Und dann mal gucken, Döner-Sap, warmes Sap, was das kann. So, wir haben uns jetzt hier wieder ein Plätzchen gesucht, ein ruhiges Plätzchen, diesmal nicht auf dem Markt. Da sitzen nämlich die ganzen Eishungrigen und essen Eis und wir sitzen jetzt hier, ihr kennt den Platz eigentlich. Hier habe ich mit dem Hannes gesessen, da haben die anderen drüben gegrillt gegenüber. Wir haben dieses Tasting gemacht von den kleinen, was war das, Liköre oder was das war. Dann haben wir das Insekten-Tasting gemacht, aber drüben auf der anderen Seite und waren hier für dieses Chili-Tasting von diesem Book of Pleasure and Pain, auch wieder hier, haben wir auch hier gemacht, also ist irgendwie eigentlich ein schöner Platz. Wir gehen auch schnell dann wieder weg, so, gucken aber jetzt mal kurz hier rein. Das Muttertier hat nämlich die Nummer 36 genommen, das dürfte jetzt also Salami sein. Ihr wisst, Salami hatten wir ganz am Anfang als allererstes, aber das war nicht gut, lag aber eigentlich an dem Brötchen. Jetzt haben sie ja genau andere Brötchen, also anderes Brot genommen, einheitlich, was nicht so dick und wuchtig ist, deswegen habe ich gedacht, machen wir Hälfte, Hälfte, ich ein halbes Salami, sie ein halbes Salami, ich ein halbes mit Döner und sie ein halbes mit Döner. Aber weil wir Salami ja schon kennen, beziehungsweise wir nehmen uns kurz die Zeit, gucken trotzdem mal kurz das Salami an, dass ihr seht, dass das jetzt wirklich anders aussieht. Ja. Das ist jetzt also das Salami, mir ist gerade irgendwas ins Genick geflogen. Alter, was ist das? Bruder. Hilfe? Es lässt mich nicht mehr los. Das ist jetzt also Salami. So sieht das jetzt aus. Frisch belegt. Brötchen nicht zu dick diesmal. Auch nicht zu viel cremig. Das werden wir jetzt aber nicht probieren. Das machen wir schnell wieder zu. Und holen uns den Star der Manege und das ist der hier. Das müsste nämlich das erste warme Sap sein mit Dönerfleisch. Wie gesagt, dann gibt es noch das mit Hähnchen, dann gibt es noch das mit Schnitzel und es gibt auch noch das mit Backfisch. Hier sehen wir schon erstmal ganz viel Soße, die da am Rand rausquillt. Ist bestimmt Spezialsoße, könnte ich jetzt denken, dass sie das halt wirklich wie einen Döner gemacht haben. Also ihr habt Gurken drauf, ihr habt Tomaten drauf, diesen Käse dabei. Es ist halt genauso belegt wie die anderen Sandwiches, nur halt mit Dönerfleisch. Man hätte jetzt sagen können, ja, das ist einfach wie ein Döner, nur anderes Brot. Aber zusätzlich ist ja der Käse. Ihr habt ja normal auf einem Döner keinen Käse drauf. Und sieht auch ein bisschen scharf aus, beziehungsweise sehe ich leider rote Punkte. Beißen wir jetzt mal rein, probieren wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wie das schmeckt. Vielleicht wird das ja das neue Lieblings-Sap. Es tropft auf jeden Fall überall schon wieder raus. Irgendwie ist das Brot auch diesmal ein bisschen knusprig. Weiß nicht, ob sie da ein bisschen mit, ob sie das ein bisschen mit aufgebacken haben oder angeröstet irgendwas. Das haben sie ja beim Subway sonst auch, dass du halt sagen konntest, ob du das Brot getoastet haben willst oder nicht getoastet. Hier ist es vielleicht bei den warmen und kalten Saps auch der Unterschied. Fleisch schmeckt gut. Soße ist auch am Start.
4,50 Euro, glaube ich. So viel kostet da normalerweise ein normaler Döner bei uns. Am Subtag kriegt ihr aber für 4,50 zwei solche Döner-Subs. Damit habt ihr auf jeden Fall definitiv mehr als bei einem normalen Döner. Kann ich also empfehlen, wer gerne Döner isst, gönnt euch so einen Döner-Sub. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall unschlagbar. Ist aber trotzdem jetzt nicht scharf. Eigentlich mir noch ein bisschen was gewünscht, ein bisschen noch irgendwas drauf, scharfes Gewürz hin und her. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich es natürlich nachwürzen, aber wenn ich es jetzt wieder einpacke, gibt es eine Riesensauerei. Ich glaube, ich werde das fix jetzt hier fertig essen, werde dann das halbe Salami mit heimnehmen, das Salami später essen. Vielleicht beim nächsten Mal wieder mit Jalapeno irgendwas drauf, dass das noch ein bisschen reinknallt. Ansonsten kann man das bestimmt, wenn man extra Wünsche hat, einfach äußern, dann packen die das so, wie du das möchtest. Muss ich mal gucken, nächste Woche bin ich nicht da, da sind wir in München. Ihr seht diese Woche, ihr seht dieses Sub, aber wenn wir in München sind und dann muss ich irgendwie ein anderes vorbereiten, wird ein bisschen kompliziert, aber ihr kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.